Aber dann schon mal an die Seite von YouTube ein herzliches Hallöchen zu The Outer Worlds auf der Nintendo Switch. Ich werde das Ganze hier live bei mir im Stream spielen, werde das nebenher aufnehmen und dann bei Zeiten, also nicht gleich sofort, sondern ein bisschen versetzt, dann auf YouTube auch für YouTube schneiden und das dann in gerechten Folgen aufteilen. Und ja, wenn ihr mal live im Stream dabei sein wollt, Outer Worlds wird es bei mir jeden Sonntag geben ab ca. 18 Uhr. Eventuell, wenn ich schaffe, auch mal ab 17 Uhr. Und Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ebenso auch Twitter, Discord, ja, oder auch feed.net. Falls ihr da mal Interesse habt, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, kann es ja auch mal sagen. Normalerweise mache ich das ja generell nicht, aber wenn es euch gefällt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das Ganze wird in einem Rutsch aufgenommen hier bei mir im Stream. Darum gibt es nur in der ersten Folge vom jeweiligen Stream ja eine Begrüßung. In der letzten Folge dann von der jeweiligen Streamaufnahme gibt es eine Verabschiedung. Ja, neue Sessions oder neue Streamtage kennzeichne ich damit, dass dann am Anfang vom Titel steht neue Session. Nur mal so viel vorab. So, ja Kelly, das ist aktuell habe ich wie gesagt über OBS runter geregelt. Das geht dann aber gleich auf Standard Lautstärke. Wenn ich dann einstellen kann und dann muss ich runter regeln. Das ist dann halbwegs passt später. So. Dann verbrüsel ich mich gleich in die No-Alert-Szene und wir starten. Ja, für YouTube noch der Hinweis ganz kurz. Ja, das ganze Spiel ist Englisch mit deutschen Untertiteln. Überall, wo die selber sprechen, werde ich nicht labern. Ja, Videosequenzen gibt es bei mir wie gleich dann No-Alert-Szene. Heißt keine Cam, kein nix stören, gar nichts. Und natürlich werde ich die Antworten dann vorlesen. Aber überall, wo die selber reden auf Englisch, müsst ihr unten selber lesen. Also, bis gleich. Und let's go. Er speichert erstmal. So, wir sollen einstellen. Passe den Gamma-Regler so an, dass du das linke Logo kaum noch erkennen kannst. Das kann ich kaum erkennen. Das passt. Anwenden. Oh, okay. Dann können wir doch in die Einstellungen gehen. So, dann gehe ich jetzt erstmal bei mir. Bei mir ging das, beim Testen ging das nicht. So, wir machen mal Musik leiser. So, Menü. Sprachausgabe 90. Soundeffekte machen wir mal runter. So, wir gucken mal, ob das so passt. Sollte es gleich einen mega Aufschlag geben, dann bin ich gleich wieder. Bin ich schon mit der Maus im OBS und schiebe notfalls den Regler wieder runter. Also. Achso. Nein, die wollte ich nicht. Alter, sag mal. So. Mehr kann ich generell. Ah, hier oben noch. So, Y-Achse, automatische Sprinten mit Controller. Mal hier Sensibilität, Zielhilfe aus Bewegungssteuerung. Ja, das probieren wir später. So, Helm des Spielers anzeigen. Ja, Helme der Begleiter, Gamma UI, Schriftgröße. Gut, das lassen wir mal so. Dann neues Spiel. So, wir spielen auf normal. Das ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad für den ersten Spieldurchgang. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal bleiben Leben und Schaden der Gegner unverändert. Gesprächsuntertitel. Ein. Untertitel für Zwischenrufe. Ein. Untertitel für Zwischensequenzen. Machen wir auch ein. Weiter. So, Endstrahlen sind ein exotischer Effekt, der im frühen 20. Jahrhundert entdeckt wurde. Endstrahlangriffe, ich bin zu langsam. Stay earthbound when prosperity awaits you in the stars. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber.
you'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hey, yo, Flex. Test 1234, hört ihr mich? Hallöchen, Aflex. So, wollen wir mal gucken, was da gleich passiert. Wer ist das denn? Auf jeden Fall hat er super Technik, gell? Wir starten gerade. Left a drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Oh, jetzt geht der Aufschlag aber gut hoch. Ach du Scheiße. Servus! Wir müssen dann gleich nur gucken, wo wir die Cam hinpacken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon mal reingeguckt, angeguckt, vor 2 Wochen oder so. Also mal Anfang ein bisschen angespielt. Aber das habe ich natürlich wieder nicht geguckt. Intelligent wie ich war. Scorpio, auch dir. Na, wie geht's euch? Und Hextra, du hast gerade eigentlich nur verpasst einen Ladebildschirm und ich habe vorhin gerade gestartet. So, Stärke machen wir Stärke. Stärke beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen und deine maximale Traglast. Getroffene Fertigkeiten, Einhand, Zweihand, Nahkampfwaffen, schwere Waffen, Blocken, Inspiration, Einschüchtern. 0% Nahkampfschaden, 80 Kilo Tragekapazität. Okay, für Tragekapazität? Oh, Scorpio hat mega Kopfschmerzen, du Arme. Dann gute Besserung. Geschicklichkeit. Beeinflusst das Angriffstempo von Nahkampfwaffen und die Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Betroffene Fertigkeiten, Einhand, Nahkampfwaffen, Handfeuerwaffen, Ausweichen, Blocken, Schleichen, Schlossknacken. Geist, Intelligenz. Intelligenz beeinflusst den Bonusschaden von kritischen Treffern. Ich brauche alles in Intelligenz. So, betroffene Fertigkeiten, Langwaffen, Überzeugen, Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit. Also Intelligenz will ich auf jeden Fall Minimum einhaben. Wahrnehmung. Wahrnehmung beeinflusst den Bonusschaden von Kopf- und Schwachstellentreffern. Betroffene Fertigkeiten, Handfeuerwaffen, Langwaffen, schwere Waffen, Ausweichen, Schlossknacken, Technik. Geschicklichkeit bei Tiger auf niedrig. Aflex, ich hau dir. Ich bin super geschickt. Alles, was ich nicht essen kann, mache ich kaputt. Charisma. Charisma wirkt sich auf deinen Ruf bei Fraktion und die Fähigkeitsabklingzeiten deiner Begleiter aus. Betroffene Fertigkeiten überzeugen, lügen, einschüchtern, hacken, Wissenschaft, Inspiration. Ich bin sehr charismatisch. Geisteshaltung. Geisteshaltung verbessert deine natürliche Lebensregeneration. Betroffene Fertigkeiten, Zweihand, Nahkampfwaffen, Lügen, Schleichen, Medizin, Technik, Entschlossenheit. 2 Lebensregeneration pro Sekunde, 3,5. Let's hope the trip back to my lab is as easygoing as you are. Hältst du mal die Schnauze? So, gut, machen wir mal gut. Charisma ist Wissenschaft, Wahrnehmung. Eigentlich bräuchte ich ja Stärke, ist wieder so schwere Waffen. Geschicklichkeit. Nachladegeschwindigkeit ist das halt, ne? Das ist halt maximale Traglast.
Also ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben, habe ich schon gesagt, mal für YouTube, wahrscheinlich wird das hier eine 4-Stunden-Folge oder so. Was nehmen wir denn da? Ich würde hier auf jeden Fall noch einen reinnehmen in Intelligenz. Charismatisch, Geisteshaltung, Alexis! Vielen, vielen Dank für dein Raid, willkommen an die 22.9. Wir haben gerade angefangen mit The Outer Worlds auf der Nintendo Switch. Na, wie war der Spendenmarathon? Ich konnte leider bei dir heute nicht reingucken. Hoffe, habt richtig Alarm gemacht. So, und Hallöchen, Plori, hallo Kratzbaumi und Tweetnet, Hallöchen, auch dir, Pfiffern. Und Aflex, natürlich, der war vorhin schon da. Na, wie geht's euch? Huh, Alexis, na, hast du die 12 Stunden gut verbracht, ja? Hatte da Spaß zusammen, hoffe ich. Ich hab's leider nicht, ich wollte eigentlich reingucken. Halt doch mal die Schnauze, wenn ich rede hier. Der komische Professor hier, ne? Müde. Oh, wer Kratzbaum mit? Du oder Alexis? Jo. Bin jetzt durch, war mega toll. Ja, das glaube ich. 12 Stunden, die hauen schon rein, ne? Hi, ho, Schokolade. So, ich habe gerade mein größtes Problem hier. Heute angefangen, The Outer Worlds. Ich bin in der Charaktererstellung. Ja, und das ist mein leidiges Thema. Ich brauche immer wo andere 2 Minuten, zack, 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 brauche ich 4 Stunden. Das ist schlimm. Oh, da muss ich gleich los. Tut mir leid, YouTube. Aber das muss so. Alexis, vielen, vielen Dank für deinen Resub für 6 Monate mit Prime. Ich darf deine Prime Queen sein. Das freut mich. Und ja, halt die Schnauze, wenn ich hier bin. Wenn ich am Labern bin, sag mal. Ja. Irgendwie klappt das nicht. Moment, Prime Queen geht gleich weiter. Einen Augenblick. So. Auch du darfst du deine paar Quadratzentimeter im Traumland neu einrichten. Hoffe, hast weiterhin Spaß hier und natürlich, ne? Wenn's Traumland angegriffen wird, fleißig verteidigen. Ich glaube, ich brauche da echt einen Gummi für. Ja, viel Spaß mit den Emotes und vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dem Game, ist ein tolles Spiel, ich muss jetzt auf meinen legen. Alles klar, Alexis, vielen, vielen Dank und für dein Raid und dein Resub. Und erhol dich gut. Ja, und komm morgen gut in die Woche. So, ich habe noch einen Punkt, den muss ich hier reinballern. Come on, Phineas, pick one and leave. Also ich kann jetzt schon mal sagen, den Professor kann ich jetzt schon nicht leiden. Pfirti! Es war Pfirti mit E am Ende, nicht I. Nur so am Rande. So, was nehmen wir denn hier? Geschicklichkeit war nachladen. Ne, dann nehme ich da jetzt noch ein. Weiter. So, Hammer. Fertigkeiten. Punkte in Kernfertigkeiten. Nahkampf erhöhen bis Rang 50 spezialisierte Fertigkeiten. Einhändig, zweihändig. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fertigkeiten investieren. Mundart schreiben ist furchtbar. Ich kann das auch nicht. So, wir haben 2 Punkte. Nahkampffertigkeiten verbessern die Chance auf kritische Treffer mit Handwaffen. Jeder Punkt bei Nahkampf erhöht die Fertigkeit Einhand-Nahkampf und Zweihand-Nahkampf ab 50, bla bla bla. So, Fernkampf, Handfeuerwaffen, Langwaffen, schwere Waffen. Jeder Punkt, bla bla bla, bla Handfeuerwaffen finde ich schon mal falsch. Hier, finde ich gut. Capital. So, Verteidigung und was machen wir denn hier noch? Techhammer, Medizin, Wissenschaft, Technik. Ich mach mal noch Dialog. So, Begabung. Keine erkennbare Befähigung. Keine erkennbare Befähigung. Kolonist klang schon wie ein netter Startberuf für eine Person mit deinen Fähigkeiten. Die kosmische Grenze zu besiedeln ist ja wohl schon herausfordernd genug, ohne sich über Lohnarbeit Gedanken zu machen.
Immerhin kannst du dir den Rest deines Lebens überlegen, wie du dich in Helkion nützlich machen kannst. Begabungsbonus Entschlossenheit plus 1. Getränkebereitstellungstechniker. Die Helkion-Kolonie braucht gute Leute und Leute, die guten Leuten einen guten Drink mixen können. Als menschlicher Cocktailmixer hast du schon Gebräue geschaffen, die Kriege beenden oder Sprungantriebe antreiben könnten. Okay. Trotzdem bist du noch auf der Suche nach dem perfekten Geschmack für ein Old Fashioned. Begabungsbonus Getränke Effektdauer plus 3. Ich habe da so ein Problem damit, mit so Sachen mit Effekten, die benutze ich meistens überhaupt nicht. Bürokrat Rang 0. Das Universum arbeitet auf der Basis von Naturgesetzen und Gesetze brauchen Papierkram. Helkion ist keine Ausnahme. Dinge, die nicht gestempelt, abgeheftet, ausgeheftet, referenziert, zensiert, zertifiziert, indiziert und nummeriert wurden, existieren doch eigentlich gar nicht wirklich. Das gilt auch für Geburtsurkunden. Du sag mal, Hextratvieh, wäre das nicht was für dich? Begabungsbonus blocken plus 1. Ein Bürokrat kann blocken? Seit wann? Okay, Junior-Kassiererin ohne leitende Tätigkeit. Keine Transaktion endet ohne ein Lächeln. Du lebst für das Ka-Ching eines richtig herum eingelegten Bitmoduls, der Einlösung von Treuepunkten und dem Versprechen eines guten Tags. Schönen Tag noch, komm mal bald wieder. Sind mehr als leere Worte, sie sind ein Versprechen, eine Standarte, die du in die Grenzregion tragen wirst. Nein, ich meinte den Beruf. Also die Begabung. Hextrat. Überzeugen plus 1. Das, ja, das Chat bitte mal merken, okay? Baubetrieb Elektrikerklasse Drahtwicklerin. Entgegen üblicher Ansichten ist Kabelverwaltung eine Kunstform. Eine korrekt in einen Kabelkanal eingelegte Verdrahtung, die den Luftfluss maximiert, lässt dich vor Erleichterung aufsetzen. Geht schon gut an, lesen kann er nicht. Kolonisten müssen nicht um die Bypässe und Isolierbandbasteleien kümmern, müssen sich nicht, er kann wirklich nicht lesen heute, die den Strom am Fließen halten. Diese Bürde lastet auf deinen Schultern. Begabungsbonus Schockschaden enterhalten minus 3%. Naja. Aufzugsbedienungsspezialistin. Ein guter Aufzug geht auf und ab und auf und ab. Wer das nicht weiß, ist nicht würdig, das Abzeichen zu tragen. Da, wo du herkommst, heißt es etwas Spezialist zu sein. Es ist eine Hingabe an vertikale Mobilität, die man nicht mit einem Preisschild versehen kann. Technik plus 1. Fabrikarbeiterin, Förderbandbedienerin. Warum ist das hier weiblich? Ich habe da noch gar keinen Aussehenname. Ich habe da noch gar kein Geschlecht angegeben. Ich muss jetzt auch mal ein Nickerchen einlegen. Tschö, ihr Lieben. Tschö, tschö, Kratzbaum. Danke dir fürs mit rüberschauen. Sollten wir uns nicht mehr sehen, komm morgen gut in die neue Woche. So, Sicherheit und Effizienz gehen nicht Hand in Hand. Deshalb hatten so viele deiner Mitarbeiter in der Fabrik Amputation. Du warst lange genug in den Schützengräben der Fertigung unterwegs, um zu wissen, wann die Hydraulikpresse Fingerfritten machen will. Zum Glück hast du eher aus dem Unglück anderer gelernt. Ausweichen plus 1. So, Bäuerin, Erdaufbereiterin, gekommen bist du zu der Arbeit wegen der Pflaumen, geblieben bist du wegen des Pflügens, Pflanzens und Pflückens. Wenn du am Abend noch sauber bist, ist es keine ehrliche Arbeit, Würmer brauchen gute Erde und Essen braucht gute Würmer. Die besten Erdaufbereiter können die Zeichen ihrer Würmer genau deuten. Endstrahl, Schaden erhalten, minus 3%. Nährzusatzstofftesterin. Alter, das sind Worte, oder? Manchmal bedeutet Qualitätskontrolle den besten Borst-Smoothie aller Zeiten zu küren. Meistens bedeutet es Giftstoffe zu schlucken, bis man eine Kombination findet, die nicht wieder hochkommt. Du magst gute Überraschungen. Und jetzt, wo deine Magenschleimhaut die Konsistenz von Sattelleder hat, kannst du wunderbar deine kulinarischen Grenzen austesten. Nahrungseffektdauer brauchen wir nicht. Hausmeisterin Reinigungsfachkraft. Du verbringst deine Abende damit, mit einer Flasche Säurereiniger und einem Wischtuch über unheilvollen Flecken zu knien. Wie das Blut dorthin kam, ist unwichtig. Nachzufragen wäre über deiner Gehaltsklasse und unter deiner Würde. Du bist ein Genie der Auslöschung. Wenn du deinen Job richtig machst, wird es niemand dir merken. Kollisionsschaden erhalten minus 3% brauche ich nicht, weil ich war schon mal Reinigungskraft. Das war ein Scheißjob.
Wobei heutzutage heißt das Gebäudereiniger. Wurfball Teammaskottchen. Im ganzen Kosmos gibt es kein Problem, das sich nicht mit Teamgeist und einem großen Schläger lösen lässt. Seit deiner Kopfverletzung auf dem Feld bist du extra freudig und ein aufsteigender Stern am Himmel der Profimaskottchen. Dass keiner dein Gesicht unter der Maske kennt, spielt keine Rolle. Dein Ruhm ist der Ruhm des Teams. Inspiration plus 1. Junior Medizintechniker. Drin. Bevor du die Erde verlassen hast, hast du dir das Vertrauen der berühmtesten Juniorärzte verdient, die dich damit betraut haben, Wattebäusche in Pillendosen zu stopfen. Deine Joberfahrung hat dich gelehrt, dass das Erkennen von Krankheiten gar nicht so viel formelle Ausbildung braucht, wenn ein Suchterminal und etwas Fantasie verfügbar sind. Medizin plus 1. Sicherheitsinspektor, du weißt, dass die Sicherheit der Konzernprofite mehr Schutz braucht als die der Mitarbeiter. Geländer kosten Bits, thermale Abschirmung muss ständig ersetzt werden und verlässlich schließende Luken sind eigentlich Luxus. Dank dir wird jede Einsparung genutzt, wenn nicht gerade eine Aussparung zielführender wäre. Es gibt schließlich keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle. Plasmaschaden erhalten minus 3%. Sag mal jetzt, Entschuldigung. Wissenschaftlicher Assistent Stufe 0 Klasse A. Du hast genug Reagenzgläser gereinigt, um instinktiv zu wissen, womit ich und weshalb sie befüllt wurden. Vielleicht war das Aufräumen hinter fehlgeschlagenen Experimenten nicht der Grund, warum du in die Wissenschaft gegangen bist. Aber es ist Teil des Jobs. Und auch wenn du die Geschehnisse im Labor nicht mehr aus dem Gedächtnis bekommst, sind deine Albträume immerhin viel kreativer als die von normalen Leuten. Wissenschaft plus 1. Und der letzte, Sus-Chefin. What the fu ist ein Sus? Chat, Hilfe, was ist ein Sus? Die Hierarchie einer modernen Küche ist eine Leiter mit vielen Sprossen. Ah, okay. Heißt das nicht Sus, sondern Soos? Kommt das von Soße? Deine Rolle als Assistent des zweiten Junior-Hilfskoch mag nicht die glamouröseste sein. Aber das Entleeren von Fritteusen und die Rettung der Bratensoße sind wichtige Tätigkeiten. Sicher ist deine Beförderung zum Geflügelinspektor nur noch ein paar Jahre entfernt. Einhand, Nahkampfwaffe, ich bin nicht der Nahkämpfer. So, dann haben wir gesagt, Junior-Kassiererin überzeugen wäre cool. Und Technik wäre cool, ne? Chat, was bin ich? Bin ich ein Junior-Kassierer, /in, oder ein Aufzug-Bedienungsspezialist? Sus-Chef ist Unterchef. Ah, dankeschön, Helikiller. Junior-Kassiererin oder Aufzugbedienungsspezialistin. Dann muss ich wohl einen weiblichen Charme machen. Chat, ihr seid gefragt. Bürokrat-Kassiererin. Ne, kann ja nur ein. Also Hextrad sagt Kassiererin. Außer Hextrad niemand. No Kelly Killer. Aflex. Bauer gibt's nicht. Habe ich nicht gesagt. Junior, Kassiererin oder Aufzugbedienungsspezialistin. Nick, sag mal, hört ihr mir eigentlich zu? Also, Affleck stimmt für Bürokassiererin und Kelly Killer stimmt für Bauerkassiererin. Das habt ihr jetzt davon. Juniorkassiererin. Bits for a living, huh? Also, muss mit Y weiter. Geh schlecht. Männlich, weiblich. Ich mach mal männlich. Oh, ich kann sowas nicht. Ha, ich hab voll die Idee. Zufällig. Zufällig.
Noch schlimmer. Nein. Nein. War das gerade weiblich? Was haben wir denn da oben drin? Wir sind männlich. Jetzt sind wir weiblich. Das ist so diskriminierend, divers fehlt. Oh, wow. Immer wieder weiblich. Weiblich mit Bart. Ja, warum nicht? Gibt ja auch Damenbart, ne? Ich habe den nur noch nie so ausgeprägt gesehen. Wir machen Ene, Mene, Mu. Ene, Mene, Mu. Der hat gewonnen. Schminke 39. Oh, wir lassen den einfach. Aber wir heißen... Dort... Tiger... Le. So, weiter. So, wer das jetzt nochmal alles durchgehen möchte... Alter. So, ich gehe das einmal langsam runter hier und dann, falls das für YouTube jemand sehen möchte, Pause drücken. Ich habe 27 in Überzeugen und 22 in Lügen. Das hatte ich für ein Gerücht. Andersrum wäre richtiger gewesen. Ich glaube eh natürlich, da wird keiner Pause drücken hier, aber Spiel mit diesem Charakter starten, jawohl. Looks to be your lucky day, my friend. Los geht's! Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Alter, das sind Viertel auseinander. Terra 2, Orbiting Laboratory, Alkyon System. Servus, Hugo. Du Zwischenplapperer, dich mag ich nicht, das weiß ich jetzt schon. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Geht da schon gut los.
Hextrad, das wird erst später kommen. Ladebalken, yay! Terraforming ist noch immer eine experimentelle Wissenschaft für die Menschheit. Na denn?